Schon vor dem Umzug hat dieses Paket hier mit einem 3D-Drucker-Upgrade bei mir auf der Türschwelle gelegen. Und wenn du wissen willst, was da drin ist und was das kann, dann bleib dran. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal an, was denn in diesem Paket drin ist. Ich habe ja schon im Intro gesagt, das ist ein 3D-Drucker-Upgrade, aber nicht irgendein Upgrade. Das Ganze habe ich bekommen von einem Bekannten aus Irland und der fand das Ding so geil, dass er gleich zwei gekauft hat und mir eins geschickt hat. Und ich habe es bis heute zu meiner Schande nicht eingebaut bekommen, weil ich den Drucker bis heute noch nicht dort bekommen habe. Das habe ich aber jetzt nachgeholt gestern und deshalb packen wir das Ganze mal aus und das seht ihr schon gleich. Maintenance. Na, schnell scharf. Da ist Maintenance. Interessiert uns natürlich nicht. Wir wollen wissen, was drin ist. Also, zeige ich euch nochmal was. 3M. Was ist das? Das ist ganz einfach eine magnetische Metallplatte, also ein Springsheet. Wenn man es dann abkriegt, eine Federstahlplatte. Und ihr seht schon, das Format ist nicht so groß wie beim FDM. Ganz einfach, weil das nicht für ein FDM ist, sondern für den Elego Mars, für einen DLP-Drucker. Und passend dazu gibt es natürlich auch noch eine Magnetfolie. Und das ganze Konzept finde ich ziemlich geil, weil ich habe jetzt die letzten Tage, zeige ich euch gleich, ziehe gleich Handschuhe an, ich habe die letzten Tage jetzt im DLP-Verfahren Sachen gedruckt. Die sehen schon ganz cool aus. Ich muss den Drucker noch ein bisschen einstellen. Aber das Problem ist halt immer wieder mit der Spachteln entsprechend dann das Zeug vom Druckbett zu kratzen. Ich ziehe mir mal kurz Handschuhe an und zeige euch mal, was das Problem dabei ist. Ihr kennt das Problem wahrscheinlich schon, wenn ihr eine statische Platte habt, wie eine Glasplatte oder so eine Platte wie beim Effelzahn Q5. Da ist die Glasplatte hier unten auch mit so einer Beschichtung oben drauf entsprechend. Wenn ihr da mit der Spachtel dran geht, um das Objekt runterzukriegen, weil das Leveling halt ein bisschen zu gut war, habt ihr die Platte halt schnell verkratzt. Und das gleiche ist halt hier auch, wenn man jetzt mal reinguckt. Da sieht man das? Ja, da sieht man schon recht gut. Da sind schon einige Kratzer drin. Das nervt natürlich tierisch. Ja, das muss natürlich nicht sein. Die ist natürlich richtig schön beschichtet. Ich habe, bevor ich das jetzt installiere, Selbstverständlich natürlich mehr. Und ich weiß, es ist jetzt zu groß. Ich habe es erst gedacht, okay, es wäre ein bisschen zu klein, das Modell, aber habe es dann größer gedruckt und weiß jetzt, nein, klein ist eigentlich richtig, auf 100%. Das ist so klein. Ich habe es hinten stehen, das noch am Trocknen. Und das hier ist die 200% Variante. Aber ihr seht dadurch auch mehr. Ja, bei 200% seht ihr natürlich mehr, wie das Modell aussieht. Und das ist, tada, das ist von Atlas. Und das ist so ein 3D-Modell zum Testdrucken. Und man sieht auch jetzt hier schon ganz klein bisschen da auf der anderen Seite, sorry, so rum. Da sieht man schon ein bisschen, es hat nicht ganz gut gedruckt. Es fehlen noch ein paar Details. Das war in der kleineren Version noch schlimmer. Das muss ich nochmal einstellen in den Resin-Settings, das ist kein Thema. Aber mir war wichtig, dass er druckt und dass ich weiß, okay, das Druckobjekt hält an der Platte und es kommt was raus, was auch nach was aussieht. Ja? Ob die Details jetzt schon passen oder nicht, das ist ja eine Einstellungssache entsprechend von der Aushärtung dann später vom Harz. Aber ich weiß, okay, mit dieser Druckoberfläche kriege ich schon mal ein fertiges Objekt raus. Jetzt gehen wir nochmal hin, wischen das nochmal sauber. Ich habe es vorher schon extra mit Isopropanol sauber gemacht, also von daher keine Panik. Und dann nehmen wir hier einfach mal diesen Kleber. Na, ich habe auch alles schön hier nicht irgendwie auf der Holzoberfläche, die sonst verkratzt und verdreckt ist, sondern ich habe hier extra so eine Silikonmatte. Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Die habe ich auch unterm Drucker liegen. Vorher hatte ich eine Holzplatte drunter mit einem Pappdeckel. Das war eine Riesensauerei. Ja, es hat zwar entsprechend dafür gesorgt, dass das Regal nicht dreckig wird, aber es war eine Riesensauerei. Jetzt habe ich die Silikonmatten. Funktioniert echt gut. Ich blende euch auch gleich mal ein bisschen B-Roll ein, wie das Ganze dann später aussieht. Und muss sagen, ich bin richtig zufrieden damit. Und es funktioniert auch richtig gut. Jetzt muss ich mich ganz kurz ein klein wenig konzentrieren, damit ich das Ding nicht schief aufklebe. Das wäre nämlich natürlich fatal. Ja, doch, es hält schon richtig gut, hält schon richtig gut. Ich glaube, es muss ein bisschen aushärten, der Kleber, damit da nichts
nichts mehr abgeht, weil da entsteht natürlich auch ein bisschen Unterdruck beim Drucken. Ja. Da steht natürlich entsprechend Unterdruck, nicht, dass das dann abgerissen wird und das ganze Ding dann irgendwie, wie heißt das? Ja, jetzt hält das schon. Damit das Ganze nicht irgendwie dann im Druckbett, im Resin-Tank landet, ja, dafür muss das natürlich schon ein bisschen stabiler sein vom Kleber her, aber ich glaube schon, dass das ganz gut geht. So, Entschuldigung für das Gebacke, da ist es schon fast, man sieht es nicht viel, ja. Da ist die Oberfläche drauf, da sieht man es, ist draufgeklebt einfach nur auf das Druckbett. Und jetzt kann man natürlich hingehen. Blub. Ich weiß, immer eine lange Kante ausrichten, damit es richtig ausgerichtet ist. Aber hält. Und jetzt kann man einfach hingehen, wenn der Druck drauf ist. Ab. Das hinstellen. Abmachen. Drauf. Fertig. Oder man hat mehrere von den Dingern und kann das Ganze ganz cool. Boah. Lecker Ballon Appelli. Ganz cool halt entsprechend dann switchen, dass man sagt, okay, man hat mehrere Platten. Die eine packt man dann ins Isopropanolbad und lässt die dann entsprechend schon mal sauber machen oder aushärten und macht es dann ab, wenn es richtig hart ist. Weil gerade hier bei diesem Modell zum Beispiel mal sind hier unten noch solche Supportplatten, also die das Ganze halt entsprechend von der Adhesion her noch ein bisschen pushen sollen. Und die brechen halt gerne beim Abmachen ab. Und das wäre natürlich schön, wenn dann entsprechend das Ganze in einem Stück abkommt. Die sind auch weich, wenn sie noch nicht ausgehärtet sind, weil sie halt recht dünn sind. Ja? Hier diese ganzen anderen Teile sind schon recht hart. Aber insgesamt ist das Resin halt, wenn es noch nicht richtig unter UV ausgehärtet ist, das muss nochmal in den UV-Härter. Und wenn das noch nicht richtig ausgehärtet ist, sind die auch noch relativ weich und natürlich auch ein bisschen wabbelig. Und das ist natürlich nicht super beim Abmachen dann, weil sonst, wenn man das biegt, dann ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt habe ich das drauf und ich würde sagen, ich schmeiße das mal auf den Drucker. Ich habe die STL-Dateien für diese, beziehungsweise die gesliceten Dateien für diese Modelle noch drauf. Dann gibt es am Schluss noch mal ein kleines Fazit zu der Platte. In diesem Sinne, bis gleich. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ich habe ein anderes Shirt an. Es sind ein paar Tage vergangen seit der ersten Aufnahme und zwar aus gutem Grund. Ich habe nämlich ein paar Testobjekte gedruckt. Eins könnt ihr hier noch erkennen, hängt auf der Druckplatte drauf und es zeigt schon, es funktioniert. Und es funktioniert nicht nur einfach so. Also mal zum Erinnern, das ist das Objekt, was ich als erstes gedruckt habe. Ja, da seht ihr hier unten ist das Ganze abgebrochen. Ist die 200% Variante, ich weiß. Dann haben wir hier die Variante mit dem Druckbett. Ihr seht, das hat ein bisschen gewarpt halt entsprechend, weil ich es noch ein UV-Bad gegeben habe. Aber das Wichtigste überhaupt, die ganze Platte unten ist entsprechend vorhanden. Das spricht schon mal ziemlich für sich. Bei den kleineren Objekten, die ich auf 100% gedruckt habe, hat es nicht ganz so gut funktioniert. Da seht ihr, ne, wenn es denn scharf stellt, da seht ihr hier unten entsprechend, da ist auf der einen Seite ist noch vorhanden, auf der anderen Seite ist abgebrochen, weil es dann doch zu dünn war und dann doch abgebrochen ist. Ist halt so mit vielen geraden Teilen. Aber es funktioniert. Ihr könnt sehen, ich habe die Druckplatte aktuell drauf. Da hängt ein Druckobjekt dran, wo nicht mit den bloßen Fingern dran kommen. Und ich habe mir natürlich hier auch nochmal Handschuhe bereitgelegt. Ein Isopropanolbad habe ich hier stehen. Und dann schauen wir uns mal an, wie leicht das dann entsprechend von der Druckplatte abgeht. Ich kann euch sagen, es ist ganz einfach. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nichts ins Auge kriegt. Natürlich solltet ihr am besten eine Schutzbrille dafür anziehen. Ich habe jetzt gerade keine da, deswegen, ja. Ich habe sie irgendwo noch in der Umzugskiste rumliegen. Deswegen verzeiht es mir, aber wenn ich eine habe, ziehe ich sie an. Versprochen. So. Ich gehe jetzt einfach hin und mache hier einfach mal plopp. Habe jetzt hier auf meiner Druckplatte entsprechend das Ganze drauf. Stellt scharf, genau. Habe das jetzt auf meiner Druckplatte drauf. Und jetzt gehe ich einfach hin. Plopp, klack. Hier hängt noch ein kleiner Rest dran. Ich weiß nicht, wieso genau immer die eine Seite abbricht. Diese eine Seite von dem Support unten bricht immer ab. Die andere bleibt dran. Warum es ausgerechnet immer die eine Seite ist, weiß ich nicht genau. So, und jetzt gehe ich hin, wische hier die Druckplatte ein bisschen im Isopropanolbad ab. Ich nehme das mal hier rüber. Ich wische die hier einfach ganz normal ab. Ups, nichts verschütten. Leg die dahin. Nimm mir hier ein bisschen Küchenrolle.
wisch das ein bisschen ab. Und schon könnt ihr sehen, wenn ich es denn richtig dran kriege. Tada, fertig. Schon kann ich weiterdrucken. Ich habe eingangs gesagt, dass ich entsprechend mir überlege, eine zweite zu kaufen. Eine zweite Platte. Aber ganz ehrlich, ihr habt gerade gesehen, wie schnell das geht. Boah, puh. Puh. Das ist ein Geruch, der freut und da freut man sich doch drüber. Ihr habt gerade gesehen, wie schnell das Ganze geht. Klack. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche gar keine zweite Platte. Ich bin nämlich jetzt schon wieder, sofern der Drucker hinten an seinem Netzteil angeschlossen wäre, bin ich jetzt schon mal entsprechend druckbereit. Das geht so schnell, dass ich da eigentlich gar keine zweite Platte brauche. Ja, klar, ich werde mir noch eine zweite zulegen, die kommt dann aber auf den Rocket One, wenn er dann kommt. Und that's it. Ich brauche also nicht für diesen Drucker noch eine zweite Platte. Das ist schon ziemlich cool, kostentechnisch, könnt ihr unten im Link gucken. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung, das ist natürlich schamlose Eigenwerbung. Ist nicht so teuer, ich glaube so irgendwas um die 20 Euro oder so in Richtung, 20, 30 Euro, ist überschaubar. Bringt aber unheimlich Komfort und sorgt dafür, dass die eigentliche Druckoberfläche nicht mehr verkratzt wird, sondern richtig schön sauber bleibt und damit auch entsprechend von der Haftung her immer gleich bleibt. Das ist natürlich ein Punkt, den ich persönlich sehr mag. Klar, wenn man jetzt die ganze Zeit das ganze Zeug kratzt, dann ist irgendwann die Druckoberfläche nicht mehr so schön glatt und eben, und das spiegelt sich natürlich auch auf der Unterseite des Druckobjekts wieder. Ob euch das jetzt wichtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber damit habt ihr damit kein Problem mehr. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt ihm bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und der Makorama-Family beitretet. In diesem Sinne, hold the line, happy printing.